bitte, mein Fräulein, ja? Also, die Geschichte, die heißt die Hexe beim Kropfstorner. Der Kropfstorner, das ist ein Bauer in Felturens, ganz oben, einer von den Letzten. Und warum der Kropfstorner heißt, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich hat es viele Steine gegeben und vielleicht hat jemand in der Verwandtschaft mal einen Kropf gehabt und haben sie den Kropfstorner geheißen. Und der Kropfstorner im Haus vom Kropfstorner, da hat es allem gegeistert. Und das hat gegeistert und die Leute haben Angst gehabt und die Knechte, die haben nicht mehr gut in der Kammer schlafen, weil es so viel gegeistert hat und man hat das Poltern gehört und die Fenster sind auch zugeflogen und die Kühe im Stall haben geschrien und die Pferde haben gewiehert. Und auf einmal ist das Haus, der Kropfstorner, gebrannt. Und dann sind halt alle rausgerannt und sein Nebenhaus außen gestanden, das Viech hat man da rettet. Und wie es umgeschaut haben, dann hat man gesehen, ein Umriss von Haus und ein Mordsfeier. Und im Feier drinnen war eine Frau mit roten Haaren, die hat geschrien. Aber die hätte sich leicht retten gekannt, aber sie hat sich nicht gerettet und ist mit dem Haus verbrennt. Und wie nach am nächsten Tag alles leider glut war, dann hat man gesehen, bei einem Balken ist alles Gold geschmolzen, Ohr gerunnen gewesen, beim Kropfstorner. Und wahrscheinlich hat der Geist das Gold gesucht. Das hat er aber nie gefunden, deswegen hat er halber mein Mann gegeistert. Aber seit dem Brand, wo die Hexe verbrennt ist, war beim Kropfstorner Ruhe. Und man hat nie mehr Poltern gehört und Geistern gehört. Und also die Hexe ist wirklich verbrennt. Und so schaut es aus, da sieht man den Umriss vom Haus und da sieht das Feuer und die Glut und da sieht die Hexe, die in Feuer drin steht und es racht und es stinkt. Und da herunten siehst du das geschmolzene Gold, das über den Balken neu rennt. Hast du gesehen? Mhm. Ja. Und das hat wahrscheinlich der Geist gesucht, hat es aber nie gefunden. Und das ist die Hexe beim Kopfstahler.